Hi Leute, ja, bei Douglas gibt es eine neue Marke und zwar nennt sich die Marke Florence by Mills und ich habe natürlich gleich zugeschlagen, denn ihr wisst, ich liebe es, neue Produkte zu testen, neue Marken zu testen und für euch ist es natürlich auch immer super hilfreich. Und ja, heute gibt es von mir eine Review zu diesen Produkten. Ich habe mir 6 Produkte ausgesucht. Es gab jetzt nicht ganz so viel an dekorativer Kosmetik. Es gibt sehr viel Pflege von dieser Marke und warum mich diese Marke so angesprochen hat, war einfach, dass sie zur Kategorie Clean Beauty gehört und ja, nicht parfümiert ist, größtenteils, sage ich mal. Also zumindest riechen sie nach nichts, so meinte ich das. Und deswegen spricht mich die Marke super an und ja, also wenn ihr sehen wollt, welche Erfahrungen ich gemacht habe und ob ich damit zufrieden bin, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ich starte mit dem ersten Produkt und zwar habe ich hier das hier. Das ist so eine Art BB-Cream, also getönte Tagespflege. Die nennt sich Like a Light Skin Tint und ich habe mir hier jetzt die Farbe F020 ausgesucht. Ich habe das heute in der Früh auf meinem Handrücken schon mal geswatcht und habe gesehen, dass die Farbe nicht so gut passt. Ja, dieses Produkt soll die Haut so, ja, glowy erscheinen lassen. Sie soll nicht fettend sein und dadurch eben auch sehr natürlich wirken. Ja, BB-Creams benutze ich ja eigentlich nicht so gerne. Das ist nicht so mein Fall, weil ich entweder Foundation benutze, wenn ich mich schon schminke, oder halt eben nicht. Und deswegen, also entweder ich schminke mich oder ich schminke mich nicht. Wisst ihr, was ich meine? So ein Zwischending mit getönter Tagespflege, mit dem kann ich meistens einfach nichts anfangen. Ich bin aber trotzdem super gespannt drauf. Wir haben hier so einen Pumpspender, was ich super praktisch finde. Und hinten steht drauf, man soll das Ganze mit den Fingern einarbeiten. Mag ich persönlich jetzt nicht so gern, aber bei Tagespflege nimmt man ja auch die Finger. Also von daher benutze ich jetzt die Hände. Steht drauf, 1 bis 2 Pumpstöße. Ich nehme jetzt einfach mal 2. Und werde die mir erstmal punktuell aufs Gesicht auftragen. Die ist irgendwie duftneutral. Also ich kann nichts riechen. Das finde ich jetzt sehr positiv. Und dann werde ich das Ganze jetzt hier einfach mal einmassieren. Ich sehe schon, dass die Farbe nicht so gut passt. Mal schauen, ob ich das überhaupt schön eingearbeitet bekomme. Sieht jetzt aktuell noch sehr streifig aus und so, als ob es aufliegen würde. Aktuell sieht es so aus, als ob ich das Produkt einfach nur hin und her schiebe, wenn ihr das sehen könnt. Ich schiebe es einfach nur hin und her. Vielleicht braucht es einfach ein bisschen zum Einziehen. Also es fühlt sich von der Konsistenz sehr so ein bisschen fettig an. Also meine Tagespflege ist von der Konsistenz nicht so fettig und vom Gefühl her. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein liebstes Gefühl auf der Haut. Es fühlt sich an wie so eine schmierige Sonnencreme. Kennt ihr dieses Gefühl? So fühlt sich es an. Ich werde das hier einfach so ein bisschen in die Haut eintupfen, weil ich das einfach nicht mag mit den Händen, weil dadurch sieht es einfach immer irgendwie streifig aus. Ja, mein Hautbild sieht auf jeden Fall ebenmäßiger aus. Ich finde, man kann meine Rötungen nicht mehr so gut erkennen. Es ist wirklich eine ganz leichte Deckkraft, also wirklich nur eine getönte Pflege. Also das ist wirklich ganz, ganz sanft, ganz, ganz wenig. Insgesamt gefällt mir der Look eigentlich ganz gut, bis auf die Nase. Da kriecht es so ein bisschen in die Poren rein. Da sieht es sehr unebenmäßig aus. Und an manchen trockenen Stellen setzt sich halt auch ein bisschen ab. Aber ich muss schon sagen, dass es mir insgesamt so vom Look her ganz gut gefällt. Also es ist natürlich nicht perfekt, aber obwohl ich kein BB-Cream-Fan bin, kann ich mir schon vorstellen, das Ganze öfter zu benutzen. In der Nahaufnahme könnt ihr jetzt auch sehen, dass das relativ gut eingezogen ist in die Haut. Also es liegt nicht mehr so komisch auf wie am Anfang. Man sieht natürlich noch deutlich meine Rötungen durchscheinen, meine Hautstruktur. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz softe
Farbabgabe ist. Als nächstes habe ich hier noch einen Concealer und zwar den See You Never Concealer in der Farbe F005. Es ist, glaube ich, der hellste Ton, wie man unschwer erkennen kann. Und ich sag's euch, der ist wirklich extrem hell. Der ist jetzt natürlich ein bisschen zu hell, aber für meine kalkweißen Wintertage wird der wahrscheinlich gut passen. Der hat auch anscheinend eine leichte Deckkraft und der soll sich nicht auf trockene Stellen absetzen, was schon mal ganz gut klingt, also für diejenigen, die auch so eine trockene Haut haben. Und das Coole dabei ist, dieser Applikator hat so ein Metallding, was super schön kühlend ist. Also ich kann mir das vorstellen, wenn man es vielleicht kurz in den Kühlschrank stellt und dann einfach das Auge so ein bisschen damit kühlt. Es fühlt sich so geil an. Also das ist mal ein richtig cooler Applikator, finde ich. Ich werde den jetzt hier mal so auftragen. Wow, der ist wirklich extrem hell. Ich versuche jetzt von dem Concealer ein bisschen mehr aufzutragen, um ein bisschen mehr Deckkraft zu bekommen. Hui, hello, Schneemensch. Und ich werde den hier einarbeiten mit einem Schwämmchen. Und trage den auch aufs Auge auf. Also verblenden den wirklich super leicht. Der ist halt jetzt von der Farbe einfach nicht so optimal. Er sitzt aber sehr, sehr gut auf meiner Haut. Sieht nicht so trocken aus, was ich sehr schön finde. Also definitiv für eine trockene Haut super geeignet. Das Einzige, mir ist der einfach von der Deckkraft zu wenig. Also mir würde der nicht ausreichen, ehrlich gesagt. Also man kann hier noch deutlich meine Schatten sehen, finde ich. Und wenn ich einen Concealer auftrage, warum trage ich dann einen auf, der so eine leichte Deckkraft hat, dass es kaum auffällt? Also wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich dann teilweise ein bisschen sinnlos. Wenn ich mir dann schon die Zeit nehme, einen Concealer aufzutragen, dann trage ich doch lieber einen auf, der ein bisschen mehr abdeckt. Und es gibt ja auch welche, die decken besser ab und sind auch super natürlich und Feuchtigkeitsspenden. Also wisst ihr, was ich meine? Mir persönlich ist es viel zu wenig, lässt sich aber dennoch schön auftragen. Aber was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass ich durchs Verblenden diese Creme, die ich unten aufgetragen habe, einfach abtrage. Was jetzt nicht so vorteilhaft ist, was für mich einfach auch nur heißt, dass es doch nicht gut in die Haut eingezogen ist, sondern dass es tatsächlich auf der Haut aufliegt. Also diese BB-Creme liegt tatsächlich so ein bisschen auf. Also das merke ich jetzt extrem hier in dem Bereich, wo ich das Ganze verblendet habe. Da habe ich das einfach runtergenommen. Jetzt habe ich hier so eine Fläche, die einfach gar nicht abgedeckt ist. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, ich glaube, ich muss jetzt meine Aussage, dass ich diese BB-Creme öfter verwenden werde, wieder zurücknehmen. Ja, schade. Extrem schade. Also jetzt, wenn ich versuche, das Ganze wieder so ein bisschen aufzubauen, wische ich es einfach weg. Ich wische es einfach weg. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Bis hierhin ist es eigentlich tatsächlich ein kleiner Reinfall geworden. Schade, weil der Look am Anfang so schön aussah, aber das trägt sich einfach komplett ab. Es hält ja nicht mal ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Dass es sich nur leicht abträgt, sondern ich wische es einfach komplett weg. Ich zeige euch jetzt nochmal eine Nahaufnahme, damit ihr es besser sehen könnt, was ich meine. Seht ihr das? Wenn ich hier einfach drüber gehe, dann nehme ich das einfach runter. Ich meine, klar, es ist eine getönte Tagespflege, aber ich meine, man kann es schon setten. Aber wenn es so krass aufliegt, dann hat man halt einfach auch nichts davon. Ich stelle mir halt vor, ich gehe zur Arbeit mit dieser Tagespflege, fasse mir ins Gesicht und habe dann hier gleich so einen Streifen und so einen Fleck, wo halt einfach nichts mehr drauf ist. Das macht für mich dann einfach keinen Sinn. Also ich möchte ja meine Tagespflege dann auch nicht extra dann mit Puder setten müssen. I don't know, ich weiß nicht. Ja, für mich leider nichts. Tut mir echt leid. So, ich habe jetzt alles nochmal runtergenommen und habe eine Foundation genommen, die ich schon kenne, mit der ich gut klarkomme. Ich habe übrigens von Laura Mercier die Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. Die mag ich super, super gern. Und einen anderen Concealer drauf. Ich brauche eine richtige Base, damit ich mit den restlichen Produkten sinnvoll weitermachen kann. Sonst, wenn ich keine gute Base habe, kann ich zum Beispiel den Blush jetzt auch nicht sinnvoll testen. Super, super schade. Ich habe auf jeden Fall als nächstes einen Creme Blush hier. Und zwar den
Cheek Me Later Cream Blush, hier in der Farbe Glowing G. Und das hier ist der Ton. Sieht ein bisschen zu dunkel aus, aber ich glaube, dass der auch nicht ganz so farbintensiv sein wird. Ich versuche den zumindest ein bisschen softer aufzutragen, aber mir hat die Farbe eigentlich ganz gut gefallen. Und von so einem Ton habe ich jetzt auch noch nicht so viel, weil es ein bisschen was, ja, Rötliches drin hat, was Bäriges. Hat auf jeden Fall so eine sehr wachsige Konsistenz. Und vom Swatch her sieht es eigentlich wirklich nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, wenn ich das Ganze dann verblende, dann wird es, glaube ich, nicht ganz so farbintensiv. Ich werde mir hier auf jeden Fall mein Schwämmchen nehmen. Und ich werde hier die Unterseite benutzen. Und jetzt hoffe ich, ich werde es vorher hier erstmal abtupfen zur Sicherheit. Und direkt auf die Foundation drauf geben. Ich habe die übrigens nicht gesettet, damit ich den Blush auch gut auftragen kann. Und sieht aus, als ob das super klappen würde. Lässt sich super, super schön soft auftragen. Also so gut ist es nach meinem Geschmack. Nicht zu viel, nur ein Hauch von Farbe. Lässt sich super, super schön und super schnell verblenden. Ihr habt gesehen, es ging zackig. Und ich trage auch die Foundation unten drunter damit nicht ab. Was natürlich wichtig ist, denn ich hatte auch schon Cream Blushes, wo man das Produkt darunter so ein bisschen abgetragen hat, aufgrund von der Konsistenz zum Beispiel. Aber mit dem hier klappt es wirklich super gut und extrem schnell, seht ihr das? Ich muss einfach hier nur ein paar Mal drüber gehen und schon ist das Ganze wirklich super verblendet. Das kostet überhaupt nicht viel Arbeit. Wow. Ja, den finde ich toll. Den kann man bestimmt super im Alltag einbauen, wenn man es ein bisschen eilig hat und man braucht irgendwas, was schnell funktioniert. Einfach zack, zack drauf und schon ist das Ding erledigt. Yes! Einen tollen Glow. Ist so ein bisschen so schier. Ganz schön. So, dann habe ich hier ein Produkt für die Augenbrauen und zwar den Tinten Tame Brow Gel in der Farbe Blond. Also das ist praktisch so ein gefärbtes Gel, womit man die Augenbrauen in Form bringen kann. Und soweit ich das jetzt rausgelesen habe, kann man sie damit schön, ja, fluffiger wirken lassen und ja, festigen. Wobei ich nicht glaube, dass das so ein Fixierungsding ist. Aber einfach um die, ja, so ein bisschen natürlich in Form zu bringen auf jeden Fall. Und es ist hier so ein ganz kleines Mini-Bürstchen, was ich super, super cool finde. Also so große Bürsten für die Augenbrauen finde ich ganz furchtbar. Ich fange jetzt hier erstmal in der Mitte an. Habe ich schon was drauf? Hä? Aber ich glaube nicht, dass das gefärbt ist. Also irgendwie sehe ich nichts. Also ich sehe schon, dass ich Produkt in den Augenbrauen habe, aber farbabgabenmäßig ist jetzt dann nicht wirklich was zu erkennen. Gut, ich habe jetzt ein bisschen dunklere Augenbrauen, so ein bisschen aschig, so nicht ganz blond, aber auch nicht braun. Wisst ihr, was ich meine, so ein Zwischending? Aber ich hätte schon gehofft, dass das ein bisschen mehr färbt. Also ich habe andere Produkte, die definitiv mehr Farbe abgeben als dieses Ding hier. Also nach meiner Meinung sieht man da überhaupt keine Farbe. Keine Ahnung, ich sehe keinen Unterschied. Also ich wirklich, ich sehe null Unterschied und so vom Gefühl her, es fühlt sich ein bisschen fixiert an. Also kennt ihr das, wenn die Brauen so ein bisschen fester sind, aber wirklich so ein bisschen? Für ein Augenbrauengel, was angeblich Farbe abgeben soll, ist es meiner Meinung nach auch viel zu überteuert für das, dass dann sowas rauskommt. Also eigentlich fast nichts Sichtbares. Also ich glaube, ich hätte auch nichts drauf tun können. Das wäre genauso sinnvoll gewesen. Ha. Wieso? Ja, ich habe jetzt meine Augenbrauen noch ein bisschen nachgezogen mit diesem Augenbrauenstift von NYX, den Fill and Fluff Eyebrow Pencil, einfach damit es einfach noch was aussieht. Na gut, machen wir weiter. Ich habe hier noch ein Setting Spray bzw. ein Face Mist. Und zwar das Zero Chill Face Mist.
Das ist so eine Art, ja, Rosenwasser, soll feuchtigkeitsspendend sein und ja, für vor dem Make-up, nach dem Make-up, für zwischendurch einfach so ein Spray. Das riecht tatsächlich so ein bisschen nach Rosen, aber nicht so krass intensiv wie andere Rosenwasser, die ich schon gehabt habe, also wirklich sehr mild. Aber da ist auch noch irgendwas Fruchtiges drin, glaube ich. Also super, super angenehm vom Duft, wobei ich ja nicht so der Fan bin von parfümierten Sachen. Vom Gefühl her fühlt sich angenehm an, schön Feuchtigkeit spenden im ersten Moment. Gibt der Haar so einen schönen Glow, so wie ich es mag, so als Finish nochmal über den Puder und so weiter und so fort. Also super, super angenehm und auch der Sprühkopf ist super schön weich und sehr sanft, sehr gleichmäßig, also super angenehm. Also das behalte ich auf jeden Fall vom ersten Gefühl, fühlt sich toll an. Über solche Sprays kann ich meistens ja erst wirklich was sagen, wenn ich sie schon einige Male verwendet habe oder vielleicht, also sagen wir, ich fälle mein Urteil eigentlich erst, wenn das Ding komplett leer ist, weil dann kann ich es zu verschiedensten Zeitpunkten, an verschiedensten Tagen mit verschiedensten Make-up testen. Aber so vom ersten Gefühl super angenehm und wenn euch das anspricht, also ich werde es auf jeden Fall weiterhin verwenden. Zum Schluss habe ich noch was für die Lippen und zwar den Get Glossed Lip Gloss in der Farbe Moody Mills. Auch nicht parfümiert, also das riecht nach gar nichts. Das finde ich so schön. Oh, das ist ja farbintensiv. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist auch sehr soft. Ein sehr dickflüssiger Gloss auf jeden Fall. Hat eine gute Farbabgabe. Lässt sich super, super schön auftragen. Es ist überhaupt nicht fleckig. Nicht zu dickflüssig, sodass man es nicht verteilen kann oder sonstiges. Oder zu wässrig, wisst ihr, was ich meine? Mega schön. Voll schön glossy. Also einfach ein schöner, gut deckender Gloss. Super schöne Farbe. Ich liebe die Farbe. Super alltagstauglich. Einfach so ein schönes Rosé-Nude passt zu jedem Make-up-Look, garantiere ich euch. Love it! Meine Liebe, und das wäre jetzt auch der fertige Make-up-Look. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Marke. Also ich hatte 6 Produkte, davon waren 3 ein absoluter Fail für mich und 3 waren gut. Also wie gesagt, die haben für mich einfach nicht funktioniert. Die BB-Cream, der Concealer und dieses Augenbrauen-Gel war für mich irgendwie auch sinnlos. Also die haben einfach für mich nicht funktioniert. Ich würde natürlich super gerne wissen, falls ihr das schon getestet habt, ob es bei euch funktioniert hat. Ja, vielleicht habe ich auch andere Ansprüche, was auch immer. Auf jeden Fall haben sie für mich nie funktioniert. Ja, ich bin super gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, es war informativ für euch. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hinterlasst mir gerne ein Abo. Ich würde mich so, so drüber freuen. So könnt ihr ich bin Russe. So könnt ihr mich auch ein bisschen supporten. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.